Ja, Dominik Thiem, Niederlage gegen einen sehr gut aufspielenden Sugita. Wie ist das? Ist im Grunde genommen, habe ich Sie beobachtet, dass Sie auch mitunter sehr unzufrieden waren. Lag es heute an einem starken Gegner oder daran, dass Sie vielleicht nicht alles abrufen konnten oder vielleicht an beidem? An beiden. Also es hat in meinem Spiel überall ein paar Prozent gefehlt, vor allem beim Return und beim Aufschlag. Andererseits muss man auch wirklich sagen, dass er es sehr gut ausgenutzt hat. Er hat super returniert, im ersten Satz richtig Probleme gehabt mit meinem Aufschlag. Und generell habe ich die ganze Zeit gekämpft, dass ich meine Aufschlagspiele durchbringe. Auf der anderen Seite hat er seine sehr leicht durchgebracht. Also es war ein schlechtes Gegenteil und so wird es eben ganz schwer, dass ich die Partie gewinne und sowas am Ende auch. Ich kann mir vorstellen, dass Sie natürlich enttäuscht sind, dass Sie jetzt raus sind hier im Achtelfinale, aber auf der anderen Seite werden ja, glaube ich, vor ein paar Tagen gesprochen über Ihre Schwierigkeiten bei der Umstellung auf Rasen. Wie zufrieden sind Sie jetzt sozusagen mit Ihrer Entwicklung auf Rasen im Hinblick auf Wimbledon? Es ist in Ordnung. Ganz zufrieden bin ich natürlich nicht. Das geht wegen der Niederlage heute nicht, aber trotzdem, ich habe ein paar gute Trainingseinheiten gehabt. Ich habe ein gutes Match am Montag gehabt und heute noch eines. Also die Marschroute stimmt, würde ich sagen. Es war letztes Jahr nicht anders und es ist natürlich die Zeit nicht so lang von Paris bis hierher, dass ich mich wirklich komplett umstelle. Und von dem her werde ich jetzt die Zeit nutzen und dann hoffentlich in Wimbledon an meiner Rasentopform spielen. Alles klar.